Servus zusammen. Ich kriege gleich Besuch von einem Freund, der spontan vorbeikommt mit seinem 500 PS starken Oldtimer aus dem Jahr 1964. Ich glaube, das Auto wiegt nur 900 Kilo und hat eine 8 Liter Maschine, also ein wahres PS-Monster. Ich möchte ihn versuchen, mir 5 Minuten Zeit mit dem Auto zu geben, damit ich es cool fotografieren kann. Und ich weiß auch schon wo. Okay, Freunde, ich habe genau 5 Minuten Zeit, dieses super, super geile Auto zu fotografieren. Ich mache mich mal ran. Ich habe das 16 bis 35 drauf und dann schauen wir mal, was ich in 5 Minuten hier hinkriege. Also ein echt besonderes Auto. Cobra heißt es. Wird auch gar nicht so häufig gebaut, habe ich gehört, oder? Gehen wir mal ran. Also ein Auto würde ich immer von der Seite fotografieren. Als Hintergrund haben wir jetzt hier einen cleanen, schönen Industriehintergrund ausgesucht. Jetzt gehen wir mal die Sache an. Oh, und ich muss das Auto wirklich von unten fotografieren. Es kommt halt einfach so wirklich, wirklich schön. Man sieht, wenn ich zu weit unten bin, siehst du nichts mehr von der Motorhaube. Also machen wir das erste Bild hier. Zack, so von der Seite. Jetzt müssten wir eigentlich das Auto umstellen, weil die Perspektive ist auch ziemlich, ziemlich, ziemlich schön. Boah, das Auto ist so bullig. Schau auch, dass nach links und rechts genug Platz zum Atmen ist. Boah. Wenn man jetzt auf Details geht, würde ich sagen, der Auspuff ist der Hammer. Da sollte man sich nicht den Fuß dran verbrennen oder das Bein beim Rausgehen. Ich schneide die Kiste jetzt einfach mal so an, weil ich mich einfach geil finde. Ja. Konzentriere mich hier auf die Lüftungsschlitze, hier auf den Auspuff. Bam! Habe ich noch 2 Minuten? 2 Minuten habe ich noch, auch von unten kommt die Kiste einfach bullig. Ich spiegel mich jetzt teilweise hier im Lack. Aber das ist jetzt so. Da muss man echt schauen. Oh, das Interieur. Ich schneide jetzt hier nur das Lenkrad an. Fett Cobra steht da. Auch hier mal, was will ich zeigen, die Armaturen. Bam! Die Anschnallgurte, die sehen aus wie aus einem Flugzeug, aus einem Jet. Meine Güte, echt. Boah, hier der Überrollbügel. Kann ich den vielleicht noch mit einbauen? Oh, ich weiß es nicht. Das Auto gibt mir wirklich Fragezeichen auf, Leute. Von unten, von hinten. Wie aus dem Film. Einmal noch. Oh, der Spiegel. Auch ein gutes Detail.
Gut, eine Minute habe ich wahrscheinlich noch. Ich finde es einfach so unglaublich. Aus der Perspektive kann man nur ahnen, um was für ein Auto sich hier handelt. Mal einfach so von der Seite, mal im Ganzen, die ganze Kiste. Wo bin ich auf 28 mm? Alter, ist das ein Gerät? Einmal noch auf 50 mm, dann bin ich durch. Ich glaube, ich bin über die 5 Minuten drüber, oder? Hier 55 mm, da nochmal einen schnellen Versuch mit dem Objektiv. Wow, da muss ich ein gutes Stück weiter nach hinten gehen. Ja, ihr seht, da muss ich mit 50 mm, film mal kurz hierher. Bin ich da drauf? Mit 50 mm oder 55 muss man schon echt extrem weit weggehen, wenn man das Auto in Gänze schön aufnehmen will. Und ich bin immer irgendwie bodennah, weil die Kiste ist auch nicht hoch. Es sieht aus wie in einem Flugzeugcockpit. Und das Auto bietet eigentlich noch so viele schöne Details, die Spiegel und alles. Aber die Zeit habe ich nicht mehr. So, hoffentlich bin ich nicht zu weit über den 5 Minuten, aber es hat mega Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen, für das schnelle Video, aber es ist einfach ein geiles Auto. Leck mich doch am Arsch. Eins nochmal von hier hinten. Oh. Ich hoffe echt, dass ich mich nicht allzu sehr spiegel in dem Auto. Gut, packen wir es.